einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu den Honigmann-Nachrichten vom 3. Mai 2017 mit der Nummer 1084. Wissenschaft, Welt. Weltweit sind beim March of Science tausende Menschen für die Freiheit der Wissenschaft auf die Straße gegangen. Allein in Berlin waren es laut Veranstalter 11.000 Demonstranten, die Polizei sprach von mehreren tausend Demonstranten. Der March of Science ist eine weltweite Bewegung. Rund um den Globus sind etwa 500 Veranstaltungen geplant. Der zentrale Protestzug fand in der VS-Hauptstadt Washington statt. In Deutschland gab es außer in Berlin auch Demonstrationen in 14 weiteren Städten. Der Protest wurde auf den Termin des alljährlichen Earth Day, also Tag der Erde, gelegt, der für mehr Wertschätzung von Umwelt und Natur steht. Die Demonstrationen richten sich gegen die Einschränkung von Wissenschaft, die Leugnung wissenschaftlich belegter Tatsachen und die Verbreitung alternativer Fakten. Wissenschaft, Welt, Propaganda. Die vorgeblichen weltweiten Märsche für Wissenschaft am 22. April 2017 sind in Wirklichkeit ein Angriff auf die Wissenschaft, der dazu beitragen soll, die Wissenschaftsszene im Sinne der Propaganda der westlichen Elite nutzbar zu machen und gegen den Russen oder ein anderes Opfer einzusetzen. Wieso sich im Kampf mit dem politischen Gegner im eigenen Land aufreiben, wenn man diesen mit im Vergleich zu Waffenkosten äußerst geringen Mitteln auch zu seiner besten Propagandawaffe machen kann? Moderne Propaganda bekämpft nicht, sie dreht um und macht die Manipulierten zu ihren besten Agenten. Bitte unter Nummer 2 selber weiterlesen. Weltregierung. Eine kleine Gruppe von Privatbankiers regiert im Geheimen unserer Welt. Diese Bankiers steuern aber nicht nur die Fed, die sogenannte Zentralbank der USA, sondern auch überregionale Organisationen wie die UNO, die Weltbank, den IWF und die BIZ, die BITS. Das Ziel dieser Geldelite ist kein geringeres als die Weltherrschaft, genannt die Neue Weltordnung. Eine kleine Gruppe von Psychopathen ist für die Kriege in Afghanistan, im Irak, in Syrien ebenso verantwortlich wie für den Konflikt in der Ukraine und den arabischen Frühling. Afrika sowie der nahe Mittlere Osten versinken bereits im Chaos, das nun gesteuert auf Europa übergreift. In Europa und in den USA werden Polizei, Gendarmerie und Militäreinheiten aufgerüstet und für die brutale Niederschlagung von lang vorbereiteten Bürgerkriegen trainiert. Washington, New York. VS-Präsident Trump denkt über die Aufspaltung großer Wall Street-Banken nach. Gemeint ist die institutionelle Trennung zwischen dem Wertpapiergeschäft und dem Einlagen- und Kreditgeschäft. Ich schaue mir das gerade an, sagte Trump gegenüber Bloomberg. Es gibt einige, die das alte System zurückhaben wollen, richtig? Dies wolle Trump nun prüfen und habe sich darüber mit Finanzminister Mnuchin ausgetauscht, sagte ein Sprecher des VS-Präsidialamtes. Noch aber würden keine Details vorgelegt. Dennoch hatten Trumps Äußerungen die Kurse von VS-Banken kurzfristig belastet. Bereits während seines Wahlkampfes hatte sich Donald Trump für eine Neufassung des Bankentrennungsgesetzes stark gemacht. Noch letztes Jahr hatte er dafür die Zustimmung der Republikaner. Damals war von einem Glass-Steagall-Gesetz für das 21. Jahrhundert die Rede. Washington, VSA, Europa. Das VS-Außenministerium hat wegen anhaltender Gefahr von Anschlägen eine Reisewarnung für Europa herausgegeben. Einen konkreten Anlass gäbe es nicht, sagte ein Mitarbeiter des Ministeriums in Washington am Montag. Insbesondere vorm Sommerurlaub sei die Anschlagsgefahr jedoch hoch. Mögliche Ziele für Attacken seien Einkaufszentren, Regierungseinrichtungen, Hotels, Clubs, Restaurants, Parks, Flughäfen und andere Örtlichkeiten. Das Außenministerium bezog sich auf die jüngsten Anschläge in Frankreich, Russland, Schweden und Großbritannien. Die Extremistenmilizen IS und Al-Qaida hätten die Fähigkeit, Terroranschläge in Europa zu planen und auszuführen. Die Warnung gilt bis zum 1. September. Schon ein hochinteressantes Thema. 1. September.
Washington, Russland. Der Ausschuss für internationale Beziehungen des VS-Senats hat beschlossen, keine neuen Sanktionen gegen Russland einzuführen, teilte der Ausschussvorsitzende Corker mit. Wir haben vor, einen Gesetzentwurf über Sanktionen gegen den Iran vorzubereiten. Wir arbeiten auch zusammen mit dem VS-Senator Cardin an einem Entwurf zum Widerstand gegen Russland in Europa, zitierte ihn Politico. Die Regelung über die Sanktionen soll aus dem neuen Dokument herausgelassen werden. El Salvador, Venezuela, CELAC. Die Außenminister der Gemeinschaft lateinamerikanischer und karibischer Staaten, also CELAC, werden am Dienstag in einer von der bolivianischen Regierung einberufenen Dringlichkeitssitzung in El Salvador über mögliche Lösungen für die Lage in Venezuela debattieren. Santo Domingo, Haiti. Der haitianische Außenminister Rodrigue erklärt bei einer gemeinsamen Pressekonferenz anlässlich eines Treffens mit seinem dominikanischen Amtskollegen Vargas, dass die haitianische Polizei in der Lage sei, die öffentliche Sicherheit nach Abzug aller VN-Truppen selbst zu garantieren. Während der seit 13 Jahren andauernden Mission der VN MINUSTA habe man dieses Ziel gemeinsam erreicht. Damaskus, Washington, Deep State, der tiefe Staat. Trump ist kein wirklicher unabhängiger politischer Führer, sondern nur eine Puppe amerikanischer Konzerne, des Militär und der Geheimdienste. Dient ihren Interessen, sagte der syrische Präsident Assad im Interview mit Telesur. Diese Aussage bestätigte das ehemalige Mitglied der Reagan-Regierung als stellvertretender Finanzminister und kritischer Kommentator der VS-Politik Dr. Roberts mit den Worten: Assad ist korrekt. Die CIA hat Trump zum Nobody reduziert, einem Nichts zur totalen Irrelevanz. Teheran, Syrien. Brigadegeneral Degan hat Dienstag beim Treffen mit dem Generalstabschef der syrischen Armee, General Ayyub, in Teheran den unvergleichlichen Widerstand des syrischen Volkes, seiner Regierung und der syrischen Armee gegenüber den Terroristen gewürdigt und gesagt: Das iranische und das syrische Volk stehen heute zur Bekämpfung des Terrorismus und für die Wiedererlangung von Frieden und Sicherheit in der Region an einer Front. Ja, das ärgert natürlich einige. Ankara, Türkei, EU. Dieses Angebot kann man eigentlich nicht ausschlagen. Diese Chance kommt so schnell nicht wieder. Erdogan, den Vortritt beim Abtritt zu lassen. Er hat die EU aufgefordert, neue Beitrittskapitel zu eröffnen. Wenn dies nicht geschehe, werde die Türkei auf Wiedersehen sagen, so Erdogan. Tun wir Erdogan doch den Gefallen, statt auf Wiedersehen besser lebe wohl. Die EU kann froh sein, wenn sie nicht noch ein weiteres wirtschaftliches, marodes Problemland aufnehmen muss. Manila, Philippinen, Washington. Der philippinische Präsident Duterte sagte am Montag, er sei möglicherweise zu beschäftigt, um die Einladung des VS-Präsidenten Trump im Weißen Haus wahrzunehmen. Am Samstag erklärte das Weiße Haus, Trump habe Duterte während eines Telefongesprächs ins Weiße Haus nach Washington eingeladen. Duterte: Ich soll nach Russland gehen und ich soll auch nach Israel gehen. Naja. Seoul, Südkorea, VSA. Das von den VSA in Südkorea stationierte Raketenabwehrsystem TAT ist einsatzbereit. Dies teilten die VS-Streitkräfte Korea, also USFK, am Dienstag mit. Das System habe die Fähigkeit, nordkoreanische Raketen abzufangen und Südkorea zu verteidigen. Die VSA hatte vergangene Woche mit dem TAT-Aufbau begonnen. Moskau, NROs. Der Generalstaatsanwalt Russlands hat drei humanitäre NROs gegründet, von der Familie Schotokowski für unerwünscht erklärt. In Verbindung mit der NATO führen diese Schotokowski-Gesellschaften seit 3 Jahren Kampagnen durch, um das Thema Fake News bekannt zu machen. Sie führen ebenso eine Kampagne in Russland, die darauf abzielt, die nächsten Wahlen von vornherein zu diskreditieren. Seit Vervielfältigung der CIA-Staatsstreiche, also farbige Revolutionen, haben sich mehrere Staaten bereits mit Gesetzen versehen,
die es ihnen erlauben, diese NROs, in Wahrheit staatliche Organisationen, benutzt von angelsächsischen Geheimdiensten, zu verbieten. Sotschi, Syrien, VSA. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der deutschen Kanzlerin Merkel am Dienstag in Sotschi sprach sich der russische Staatschef Putin für eine Stärkung der Waffenruhe zwischen den Regierungstruppen und den gemäßigten Rebellen in Syrien aus. Sowohl die deutsche Kanzlerin als auch er selbst seien davon überzeugt, dass die Syrien-Frage nur friedlich gelöst werden könne, betonte er. Der Waffenstillstand muss gestärkt werden, sagte Putin. Daran werde am Mittwoch und Donnerstag bei den Syrien-Gesprächen in Astana gearbeitet werden. Ohne die VSA kann dieses Problem nicht effektiv gelöst werden. Deshalb waren und sind wir auch weiterhin mit unseren amerikanischen Partnern in Kontakt. Sotschi, Odessa. Der russische Staatschef Putin hat nach Abschluss des Treffens mit Bundeskanzlerin Merkel, der Opfer der Tragödie in der ukrainischen Stadt Odessa, gedacht, die sich am Dienstag zum dritten Mal jährt. Die Schuldigen wurden bis heute nicht zur Rechenschaft gezogen und bestraft. Die Weltgemeinschaft darf es weder vergessen noch zulassen, dass sich solche barbarischen Verbrechen in der Zukunft wiederholen, sagte der Präsident. Kiew, Ukraine. Der einzig wahre Zweck der Entkommunisierung in der Ukraine soll die Bewusstseinsänderung des Volkes sein, wie Sergei Rabjenko, Jurist des Ukrainischen Instituts für Nationales Gedenken, in einer Live-Sendung des TV-Senders ZIK sagte. Rabjenko betonte, dass der in der Ukraine begonnene Prozess der Entkommunisierung mit der Entnazifizierung in Deutschland vergleichbar sei. Skopje, Mazedonien. Sowas gab es in Europa zuletzt 2000. Damals wurde das Parlament in Belgrad gestürmt, der gewählte Präsident Milosevic gestürzt. Die westliche Lügenpresse war begeistert. Freitagabend passierte Ähnliches in Skopje, die Hauptstadt Mazedoniens, aber jetzt ist die westliche Lügenpresse entsetzt. Jedenfalls hat eine riesige Menschenmenge das Parlament gestürmt. Die Lügenpresse gibt den schwarzen Peter den Nationalisten, naja klar, also dem Volk. In Wahrheit ist andersrum. Das Volk in seiner Ohnmacht unternahm einen letzten Versuch, die Zerstörung Mazedoniens und seine Albanisierung, ergo Islamisierung, zu verhindern. Frankreich, EU-Welt. Die bevorstehende Entwicklung des großen Schicksal- und Wendejahres ist nun klar vorauszusehen. Besonders gut für die Zeit von Anfang Mai bis Tag X. Am kommenden Sonntag wird Le Pen zur französischen Präsidentin gewählt, der Knockout für die EU. Die Vision, die EU aufrechtzuerhalten zu können, ist dadurch definitiv gestorben. Von jenen plangemäß inszeniert wird die Wahl von Le Pen für die EU wie ein Torpedo-Volltreffer in die Mitte eines überladenen großen Frachtschiffes sein. Sämtliche EU-Vertreter, Systemvasallen und Gutmenschen werden fallen in Schockstarre. Die Wahl Le Pen hat gewaltige Auswirkungen weit über Frankreich hinaus und wird in der Folge eine ganze Kette von Krisenereignissen auslösen. Die Verhältnisse in Europa und der Welt werden sich ab dem 7. Mai 2017, 20 Uhr, entscheidend verändern. Dringend selber unter Nummer 19 weiterlesen. Oslo, Norwegen. Je länger Migranten aus armen Ländern in Norwegen sind, desto weniger gehen sie einer Arbeit nach, fand eine neue Studie in Norwegen heraus. Nach einem Zeitraum von 5 bis 10 Jahren klafft die Schere zwischen arbeitenden Norwegern und zugewanderten Migranten weit auseinander. Für den norwegischen Integrationsminister Sandberg steht fest, wir als Regierung können den Migranten noch so viele Arbeitsplätze und Beschäftigungsmöglichkeiten anbieten. Eins ist klar, wir können sie nicht dazu zwingen, sich zu integrieren. Ja, da funktioniert das. Wahrscheinlich auch gar nicht mit den Sanktionen. Die wollen einfach nicht arbeiten. Österreich. Mit Stand 20.02.2017 sind 2049 Moslems in Österreichs Gefängnissen registriert worden. Ergab eine Anfrage ans Justizministerium. Eine Statistik offenbart, dass es sich bei den muslimischen Insassen überwiegend um Männer handelt.
Mit Stand 1. Januar 2017 gab es 1.970 männliche Insassen, nur 20 waren Frauen. 256 der Insassen waren noch keine Erwachsenen. Hannover, Deutschland, Mittelmeer. Die evangelische Kirche in Deutschland wird immer mehr zum verlängerten Arm der herrschenden Politklasse. Es wird polemisch gegen rechts gewettert und eine grenzenlose Einwanderung gefordert. Die müssen auch im letzten Knall nicht mehr gehört haben. Damit Migranten auch weiterhin ihren Weg nach Deutschland finden, spendet die evangelische Kirche Deutschlands der NRO Sea-Watch 100.000 Euro. Ohne Worte. München, Bayern. Joachim Herrmann gibt sich gerne als Abschiebeminister. Doch die Zahl zwangsweise rückgeführter Afghanen fällt von Monat zu Monat. Ein solcher Rückgang ist bundesweit bei Abschiebungen zu verzeichnen. Doch Bayerns Abschiebequote sinkt deutlicher als der Bundesdurchschnitt. Täuscht die CSU einmal mehr die Öffentlichkeit mit magischen Sprüchen und verweichlichtem Vollzug? Berlin, BRED, Saudi-Arabien. Nein, keine Fake News, sondern traurige Wahrheit. Kanzlerin Merkel hat der islamistischen Kopfabdiktatur Saudi-Arabien zugesagt, dass die Bundeswehr ihr in Zukunft bei der Soldatenausbildung behilflich sei oder behilflich ist. Ist es nicht irre hier? Wäre man von Merkel nicht schon einiges gewohnt, könnte man das eigentlich kaum glauben. Jeder weiß, dass die Saudis aktive Unterstützer islamistischer Terrorbanden sind, wie sie etwa in Syrien morden. Das weiß, glaube ich, schon fast jeder. Und trotzdem tun sie ihr dreckiges Spiel weiterspielen hier. Also das gibt Strafen, die sind nicht abzusehen. Hölle wird heiß, kann ich nur sagen. Brezenheim. Aufruf. Am Sonntag, den 7.05.2017, findet in Brezenheim die seit nunmehr fast 40 Jahren traditionelle Maiandacht zum Gedenken an die Geschundenen und Ermordeten der Rheinwiesenlager statt unter dem Motto Befreiung von der Befreiungslüge. Dies ergeht mit der Bitte um rege Teilnahme sowie um die Bewerbung und die Aufnahme dieses Aufrufs auf euren etwaigen Weltnetzseiten und in den sozialen Netzwerken. Leitet ihn weiter, verbreitet ihn weitestmöglich, kommt am 7. Mai mit euren Freunden und Verwandten nach Brezenheim. Ja, das sind wieder bekannte Leute dort dabei, das steht schon mal fest. Die gute Nachricht. Isst du gerne Sauerkraut und eingelegte Gurken? Wenn nicht, solltest du vielleicht anfangen, denn diese Lebensmittel können dich glücklich machen. Das liegt an den Eigenschaften, die fermentierte Lebensmittel haben. Denn diese Nahrungsmittel können Stress lindern und Glücksgefühle auslösen. Dies nennt man den anxiolytischen Effekt. Das amerikanische, klar schon, Smithsonian Magazine hat herausgefunden, dass Neurosen und Nervosität positiv beeinflusst werden, wenn du fermentierte Lebensmittel isst. Menschen, die täglich zu diesen Lebensmitteln greifen, haben ein deutlich geringeres Stresslevel. Mehrere Studien bestätigen dies. Dies liegt daran, wie unser Magen funktioniert. Denn das Glückshormon Serotonin findet sich zu 90% im Magen. Die probiotische Wirkung eingelegter Gurken und Sauerkraut ist positiv für unsere Verdauung und regt den Magen an, mehr Glückshormone zu produzieren. Und die zweite gute Nachricht. Eine Partnerschaft oder Beziehung ist immer eine Viererbeziehung. Wenn zwei Menschen zusammenkommen und sich begegnen, kommen immer vier Personen zusammen, zwei Erwachsene und zwei Kinder. Solange wir das Kind in uns noch nicht entdeckt haben und verstehen in seinen kindlichen Gedanken, Ängsten und anderen Gefühlen und Bedürfnissen, solange wir nicht selbst liebend zu seinem Vater und Mutter geworden sind, solange können wir das Kind in unserem Partner nicht verstehen, annehmen und lieben. Hieran scheitern unendlich viele Beziehungen. Sobald wir Angst bekommen, enttäuscht und verletzt werden oder andere Erwartungen oder Wünsche nicht erfüllt werden, rutschen wir schnell in die Gefühle, Gedanken und Verhaltensweisen des Kindes in uns. Dann beherrscht es oft in destruktiver Weise uns und die Partnerschaft. Im Partner erkennen wir das Kind oft schneller als in uns selbst. Schenk daher dem Kind in dir die erste Aufmerksamkeit und deine Liebe. Es ist nicht die Aufgabe und Möglichkeit deines Partners, das Kind in dir glücklich zu machen.
Das kannst nur du selber. Ja, und das war's mal wieder für heute. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zusehen, fürs Zuhören, wünsche allen einen wunderschönen Abend und verbleibe wie immer eure Biene vom Honigmann. Und viele herzliche Grüße wie immer an alle.